Hallo, liebe Waage, herzlich willkommen zu deiner Single-Legung. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich danke dir in allererster Form fürs Abstimmen. Und ja, ich werde jetzt, denke ich, wenn ich es zeitlich hinkriege, öfter die Single-Legung machen, weil es doch unheimlich viel Bedarf ist. Und wenn ich euch was Gutes tun kann, tue ich das natürlich, gar keine Frage. Meine Lieben, erstmal danke für eure Abos, danke für eure Likes, danke für eure Kommentare. Ich freue mich, dass ihr so aktiv mitmacht. Was ich euch auch noch in eigener Sache sagen möchte, ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, ich habe jetzt für euch die Kanalmitgliedschaft ins Leben gerufen, damit wir einfach uns mehr unterstützen, mehr connecten, damit ich euch auch mehr in euren Prozessen helfen kann. Ich habe ganz tolle Ideen für euch, wie ich euch sozusagen da, wo ihr steht und da, wo ihr hin wollt, ich euch unterstützen kann, zusätzlich mit extra Videos und mit Coaching-Angeboten. Und also es ist eine ganze Menge, was ich euch anbiete. Ich konnte das auch gar nicht alles so hundertprozentig in die Beschreibung der einzelnen Stufen reinschreiben, aber es ist eine ganze Menge, was ich für euch geplant habe. Vielleicht habt ihr Lust und schaut einfach mal rein. Und genau, es geht dann nachher einher mit extra Zoom und dass man wirklich im Bereich des Coachings arbeiten kann, auch eins zu eins oder in einer Gruppe. Also ich habe da einiges vor mit euch, wenn ihr dafür bereit seid und offen seid und natürlich dann auch Videos, die früher kommen für euch und extra Legungen und Impulslegung, was ihr gerne noch sehen möchtet, aber dann auch wirklich nur für die Kanalmitglieder. Und von dem her freue ich mich, wenn ihr, ja, wenn wir uns einfach in der Kanalmitgliedschaft treffen und sehen. Meine Lieben, was soll ich sagen? Ich erkläre euch ganz kurz, um was es hier geht. Das ist, wie gesagt, die Single-Legung. Es ist eine Kollektivlegung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Wir starten hier mit dem Orakel des Herzens. Da ziehe ich euch eine Überschrift. Dann habe ich hier wieder zwei verschiedene Basis Standard Linnemore-Kartendecks. Da schauen wir in der ersten und der zweiten Reihe, um was es bei euch geht. Mit dem Gilded Linnemore gucke ich, was gibt es noch für extra Botschaften für eure Beziehung. Dann haben wir natürlich die Engel der Liebe-Karten mit dabei, das Orakel, das darf natürlich auch nicht fehlen. Und mit den Claire Story Cards 2 schauen wir hier in die Zukunft, was da auf euch zukommt, wie es sich bei euch noch weiter im Single-Dasein beziehungsweise dann im nicht mehr Single-Dasein in der Beziehung, wie es sich entwickeln wird, meine lieben Waagegeborenen. So, und wir starten jetzt erstmal los. Da die Karten hier sehr hart sind noch und neu sind und noch nicht so kompatibel, werden wir jetzt hier einmal kurz mischen und dann lege ich sie hier aus. Ja, es läuft bei euch. Habt ihr das gesehen? Hui! Na, dann schauen wir mal. Wenn das so schon losgeht hier bei euch Waagegeborenen, dann möchte ich ja nicht wissen, wie es in der Legung ist. Also ich möchte es schon wissen. Deswegen mache ich ja diese Legung. So, welche Karte darf es denn sein? Es sollte diese Karte sein. Die guckt mich an. Welche noch? Diese Karte darf es sein. Welche darf es noch sein? Diese Karte darf es sein. Dann ist es diese halt. Gut. Erinnerungen, Fröhlichkeit, Perspektive. Sehr schöne Karten, meine Lieben. Dann schauen wir mal, um was es hier bei euch geht. So, also was haben wir denn hier? Die Erinnerung, ja. Du schwelgst hier noch in Erinnerung. Ja, das ist, man schaltet hier so ein bisschen den Gang runter und schaut hier so ein bisschen in die Vergangenheit. Ja, wie war es zum Beispiel bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern? Ja, wie ist es jetzt bei mir? Was war damals anders? Also, das sind so Ahnenthemen, mit denen ihr euch hier gerade beschäftigt. Warum bin ich Waage Single? Und früher war das ja so, man lernte sich kennen und man wurde verheiratet und dann blieb man, ob man sich mochte oder nicht, zusammen. So. Das ist natürlich jetzt eine andere Zeit und jetzt hinterfragst du dich natürlich, ne, was ist hier bei mir und was war damals? Und du hältst hier wirklich erstmal ein Stück weit Rückschau und schaust in deine Ahnenthemen und reflektierst dadurch. Ja, aber du bist fröhlich. Also du hast hier eine positive Kindheit gehabt. Du hast
ein tolles Familiendasein gehabt. Also du bist hier auch, sage ich mal, bereit für etwas Neues, liebe Waage, weil die Perspektive wäre nicht da, wenn du nicht nach vorne schauen würdest. Ja, also wir haben hier eine Mischung zwischen, wir reflektieren jetzt mal, was in der Vergangenheit war, wie es denn in den Ahnenthemen aussah. Du bist aber auch ein fröhlicher Mensch, dass du sagst, ja, du bist hier fröhlich, kindliche Naivität, du bist einfach, du hast eine hohe Schwingungsfrequenz, weil du in deiner Leichtigkeit bist und du hast hier die Perspektive, dass du sagst, ja, ich bin offen für was Neues. Und das ist die Grundvoraussetzung, lieber Waage-Single, für eine neue Beziehung. Wenn du das nicht gemacht hättest, oder ich sage mal so, die Erinnerung ist so die Hausaufgabenkarte. Ne? Und das ist super, weil du dadurch natürlich dann nach vorne blicken kannst. Du reflektierst, du gestehst dir ein, okay, ja, was war früher, wie war es und die Fröhlichkeit daran, was du auch für Erfahrungen selber gemacht hast, ja, ist auch ganz wichtig im Bereich von Beziehungen. Und das muss nicht immer nur eine Liebesbeziehung sein, auch generell das Thema Beziehungen, ja, Mutterthema, Vaterthema. Ja, und dann aber auch die Bereitschaft zu haben, durch die Perspektive, dass du halt nach vorne schaust. Und das sind alles so, wisst ihr, das sind so Themen, mit denen man oder über die man gar nicht so wirklich redet, aber die im Unterbewusstsein, ja, unheimlich triggern. Also, wie war es bei meiner Familie? Wie hat meine Mama, meine Eltern oder Großeltern, wie haben die gelebt? Das sind Dinge, Leute, die schauen wir uns an. Auch als Kinder schon. Und du hast hier einfach eine tolle Kindheit gehabt. Das sieht man hier auch. Du bist auch bis heute ein sehr fröhlicher Mensch, zumindest die, die hier liegen. Und du bist halt auch bereit für eine neue Partnerschaft, weil du die Perspektive nämlich auf was Neues richtest. Und das ist super. So, dann gucken wir uns das jetzt mal hier an. Ja, die Erinnerungen, die sind hier im Geheimen. Du wirst damit nicht offiziell gehen. Das ist halt hier ein Prozess, den du hier hast, mit dem gehst du nicht an die Öffentlichkeit, ja? Wir haben hier das Kreuz, also auch, dass du so, wie du hier drauf bist, ja, das ist hier Bestimmung, das ist dein Sein, ja? Das ist hier im Seelenvertrag, bist du hier in dem Zustand, Single-Zustand, in dem du bist, bist du fröhlich. Du bist nicht traurig, dass du Single bist. Sondern du sagst dir, ich bin im göttlichen Urvertrauen. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn jemand kommt, dann kommt der. Das ist Bestimmung, das sagst du dir hiermit. Du setzt dich hier also auch nicht unter Druck und das finde ich auch sehr, sehr positiv. So, die Perspektive auf lange Sicht gesehen, weißt du, dass du hier in eine Beziehung gehen wirst. Ja, es könnte auch sein, dass du hier jemanden in Aussicht hast, der weiter weg wohnt. Ja, dass du sagst, also selbst wenn ich jemanden hier kennenlerne, der weiter weg wohnt, bin ich genauso offen. Ja? Wir haben hier die Sense. Die Sense, da sagst du dir mit, alles, was mir nicht dienlich ist, lasse ich in meinem Leben gehen. Deswegen bist du hier auch so fröhlich. Deswegen bist du hier auch so positiv ausgerichtet, weil du gelernt hast, dass es dir nichts bringt, wenn du in deinen Altlasten, in der alten Wassersuppe schwimmst. Das hast du begriffen. Das war aber auch ein Prozess, den du erstmal lernen musstest. So, das Buch. Was haben wir hier? Du hast hier Erinnerungen, die du für dich behältst. Und die Eule steht immer entweder für Nervosität oder aber auch, was ich hier sehe, für dritte Personen, die in deinem Umfeld sind, wo du dich aber nicht äußerst. Du bist ein Mensch, der sehr viel mit sich selber ausmacht. Und das ist auch wichtig, weil in einer Partnerschaft ein offenes Buch zu sein, ist schwierig. Ja, das gibt es Menschen, die sowas nicht mögen. Aber du bist halt eine sehr vertrauenserweckende Person. Ja, du schwelgst in deinen Erinnerungen. Du bist halt ein verschlossenes Buch. Du lässt die Leute vom Außen, lässt du nicht so leicht an dich ran. Ja, das kann natürlich für einen Partner entweder schwer sein oder aber auch sehr interessant sein. Ja. So, wir gucken mal, was hier noch kommt bei dir. Ja, wir haben hier die Wolken. Die Wolken sagen letztendlich, dass du
noch nicht die Klarsicht hast. Ja, du lebst zwar in deiner Fröhlichkeit und du weißt, wenn was kommt, dann kommt es, aber dadurch, dass du es noch nicht sehen kannst, weißt du auch, es ist noch nicht Zeit. Es kommt jemand auf dich zu, langsam, ja, es ist, du wirst nicht dein Leben lang Single bleiben, aber es ist noch nicht die Zeit. Ja. Wir haben hier den Berg und wir haben hier das Schiff. Also entweder, lieber Single, hast du hier jemanden kennengelernt, mit dem du nicht zusammen bist, der aber weiter weg wohnt, was hier für dich eine Blockade darstellen kann. Oder aber auch, dass die Perspektive, die du hast, dich blockiert, weil es dir hier zu langsam geht. Das ist die andere Variante, ja? So, und wir haben hier die Unterseite, haben wir dich. Guck mal, es geht hier darum, dass du hier dich im Moment erstmal um dich selber kümmern sollst. Ja, das ist hier auch karmisch gesehen, ist das jetzt auch wichtig. Deswegen hast du hier auch die Wolken. Der Neuanfang wird kommen, aber im Moment bist du hier eher verschlossen, auch nach außen hin. Ja, die Sicht sozusagen, du bist ein fröhlicher Mensch, keine Frage, aber die Sicht sozusagen, wann die nächste karmische oder Seelenpartnerschaftsgeschichte kommt, ist noch nicht on. Wir haben hier die Blockade und wie gesagt, und das Schiff, es ist hier noch nicht Zeit für dich. Ich würde dir gern was anderes sagen, aber es ist es nicht. Wir gucken mal, nee, wir nehmen jetzt erstmal hier nochmal die Gilded Lindemore-Karten. Was gibt es denn hier noch für die Waage? Irgendwas wird hier weggemaust. Ah, okay. Du bist hier nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt hier etwas, wo du. So, wir haben die Maus, wir haben die Entscheidung und wir haben hier das Ankern, der Anker. Liebe Singles, um für eine Beziehung offen zu sein, also es gilt, das ist jetzt hier die Legung, dies ist eine Single-Legung für die, die einerseits sagen, ja, ich bin noch bereit, aber andererseits, und das ist genau das, um was es hier geht, gar nicht bereit sind. Weil für eine Partnerschaft müsst ihr hier eine Entscheidung treffen. Ihr müsst die Entscheidung treffen, ja, ich möchte endlich mal irgendwo ankommen. Und das ist aber nichts, hat aber nichts damit zu tun, dass ihr hier die Perspektive nicht nach vorne habt. Die habt ihr nach vorne. Nur es gibt hier Themen, die hier kann man sagen, Gott sitzt am Ruder und bestimmt die Zeit, wie lange du hier sozusagen noch nicht den Durchblick hast. Ja, du schwelgst hier in Erinnerungen, du musst hier noch gewisse Dinge, willst du für dich im Geheimen behalten. Du bist auch fröhlich, keine Frage, dein Single-Dasein ist auch toll. Du bist auch nach vorne gerichtet, du bist offen, weltoffen, alles gut. Aber die Entscheidung wirklich zu treffen, dass du hier in eine Beziehung gehst, dass du irgendwo ankerst, dass du irgendwo ankommst, die sehe ich hier noch nicht. Also zumindest nicht im Juli. Es gibt hier Dinge, die du noch wegsensen musst, die in deinem Leben noch sind, und das wirst du am besten wissen, die dich hier blockieren, wo du dich hier noch in Geduld üben darfst. Das weißt du jetzt am besten, um was es geht. Also ich habe hier nicht eine männliche Hauptperson, nix, gar nix. Wir gucken jetzt mal bei dir. Um was geht's denn hier noch? Also jetzt gerade aktuell Stand, nee. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit der Legung. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Du darfst lernen, liebe Waage, dich hier in Geduld zu üben. Das ist deine Blockade. Die Perspektive hast du nach vorne. Du bist auch bereit letztendlich, aber du darfst dich hier in Geduld üben. Ja, Gott sitzt am Ruder. Du bist ungeduldig und das ist genau das, was dich blockiert. Es dauert dir hier zu lange, bis derjenige kommt. Und das ist das, was dich hier blockiert. Sei gewiss, dass hier jemand kommen wird, aber nicht, wenn du willst, sondern wenn die Zeit da ist. Das ist gemein, ne? Ich weiß, aber es ist so. Ich habe hier die Karten Engel der Liebe. Wir fragen trotzdem, was kommt hier auf die Waage Geborenen trotzdem zu, trotz der Blockade? Um was geht's? Leute, das ist gemein. Oh Leute, das tut mir so leid für euch.
Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, das könnte auch sein, warum du hier so verschwiegen bist, warum du nicht offen bist. Also offen in Form von Kommunikation, sondern du eher verschlossen bist im Bereich deiner Erinnerung. Ja, ich betone es nochmal, du bist ein fröhlicher Mensch, keine Frage. Du bist auch offen, du schaust auch nach vorne, aber es gibt hier ein Thema und das ist hier dieses Befreien, wo du noch nicht genug dran gearbeitet hast, wo du hier noch mehr in Resonanz gehen darfst, wo du noch mehr an dir arbeiten darfst. Du darfst hier die Entscheidung treffen, dich zu befreien von Altlasten, um dann wieder ankommen zu können. Du hast hier ein Thema auf dem Tisch liegen, wo du den dritten Schritt vor den ersten machen möchtest. Und das funktioniert nicht. Und das ist wichtig, dass du wirklich sagst, okay, ich möchte das Alte hinter mir lassen, und möchte einfach Platz für das Neue schaffen. Tja, liebe Waage, was soll ich sagen? Ich kann nur das sagen, was hier liegt. Also, ein bisschen Hausaufgaben habt ihr auf, meine Lieben, ja? Wer da irgendwie Unterstützung und Hilfe braucht, bitte einfach bei mir melden. Also, die Karten sind zwar schön aufgegangen und geflutscht, aber nichtsdestotrotz habt ihr hier karmische Themen abzuarbeiten. Gott sitzt am Ruder und wird erst hier die Wolken von deinen Augen wegschieben, wenn du A, dich in Geduld übst und B, Altlasten, die dich blockieren, weggesenzt hast. Und du natürlich bereit bist, die Entscheidung zu treffen, dich hier zu befreien. Befreie dich von deinen Blockaden. Befreie dich, treff die Entscheidung, dich von deinen Blockaden zu erlösen. Das dauert. Weil es ist, du bist ein Mensch, du hast einen freien Willen und du darfst entscheiden. Das ändert nichts an deiner Fröhlichkeit. Keine Frage. Und auch die Perspektive wirst du deswegen nicht verändern. Es kommt was, wenn letztendlich du dich energetisch auf eine andere Ebene anhebst, weil dann deine Blockaden weg sind. Okay? Also reflektier mal ein bisschen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ja? Es ist gut, dass du dich vom Außen etwas abschottest, damit du hier an dir arbeiten kannst. In diesem Sinne, meine lieben Waagen, alles, alles Gute. Macht's gut. Tschüss.